Ich bin ja gerade mit Baby Nummer 2 schwanger und ich werde immer wieder gefragt, wie ich das mit den Klamotten machen möchte. Ich muss sagen, dass ich fast alle Sachen aufbewahrt habe von dem Kleinen. Und ich weiß ja immer noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das werden wir ja erst nächsten Samstag erfahren. Folgt mir auf jeden Fall gerne, um das nicht zu verpassen. Und ich habe, wie gesagt, fast alle Sachen aufbewahrt. Ich hatte ja sehr viele Sachen, die neutral sind von den Farben her, also die auch Junge und Mädchen tragen können. Ich glaube, wenn es ein Mädchen wird, werde ich trotzdem ein paar rosa oder bordeauxfarbene Teile kaufen. Aber ich denke, dass ich die meisten Sachen einfach, die ich aufbewahrt habe, ja, für die Kleine oder den Kleinen dann nutzen werde. Dann kamen auch schon mal Kommentare dazu, dass es doch gemein wäre, dass das eine Baby alles neu bekommen hat und das andere halt dann gebraucht. Ich finde das aber ehrlich gesagt überhaupt gar nicht schlimm. Gerade in den kleinen Größen tragen sie die Sachen einfach so unglaublich wenig. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich deswegen alles neu kaufen sollte. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gemacht habt mit den Klamotten.